Hallo zusammen, Silver hier. Aus verschiedenen Gründen konnte ich diese Woche kein komplettes neues Video aufnehmen. Daher nur ein ganz kurzes Video als Ergänzung zu Folge 87 mit der alkoholfreien Variante für den Stachel-Dickblattsaft. Auch in der alkoholfreien Variante starten wir mit unserem Shakerglas und haben als erste Zutat wieder 1 Zentiliter Waldmeistersirup. Da ändert sich erstmal nichts gegenüber der alkoholischen Variante. 2 Zentiliter Limettensaft haben wir ebenfalls wieder. Auch das noch keine Änderung. Aber jetzt die erste Änderung. Wir nehmen kein Holunderblütenlikör, sondern Holunderblütensirup. 1 Zentiliter davon kommt in den Shaker. Gefolgt von einem halben Zentiliter Erdbeersirup, der den Erdbeerwodka aus unserem alkoholischen Video ersetzen soll. Dieser Barlöffel hier fasst genau einen halben Zentiliter, deswegen kann ich den für diese Menge nehmen. Wie man sieht, ist meine Erdbeersirupflasche auch so gut wie leer. Wer keinen Barlöffel in der Menge hat, muss dann halt mit dem Barmaß entsprechend abmessen. Und dann statt der Peach Bitters versuchen wir uns hier an einem kleinen Spritzer Aprikosensirup, der geschmacklich sehr nah dran ist. Das sind alle Zutaten, die geshakt werden. Das Ganze kommt dann jetzt im Shaker auf Eis und wird ordentlich durchgeschüttelt für circa 10 Sekunden. Sobald wir ausreichend lange geshakt haben, können wir den Shaker öffnen, das Ganze kurz abtropfen lassen und dann den Inhalt des Shakers in ein Longdrinkglas mit frischen Eiswürfeln abseihen. Verglichen mit der alkoholischen Version haben wir deutlich weniger Menge in der Grundflüssigkeit, weil wir von den Sirupen weniger verwendet haben. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt verdünnen. Upsala. Da ist mir ein bisschen Eis aus dem Shaker gefallen. Das machen wir dann mal als nächstes erst einmal weg. Was ich gerade sagte, wir müssen das Ganze jetzt etwas stärker verdünnen. Wir haben ja die sehr konzentrierten Sirupe genommen. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir hier mehr Sodawasser nehmen als beim alkoholischen Rezept, das Ganze wieder ausgleichen, sodass es geschmacklich ungefähr auf dem gleichen Niveau rauskommt wie in der alkoholischen Variante. Das Ganze wird jetzt mit dem Strohhalm einmal leicht durchgerührt, damit sich alles gut mischt. Und dann brauchen wir noch eine Garnitur. Da nehmen wir die gleiche wie für die alkoholische Variante, eine Limettenspalte und ein Spießchen mit Cocktailkirschen. Ja, und das ist die alkoholfreie Variante des Stachel-Dickblattsaft. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann sehen wir uns zu einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und das nächste sollte dann wieder eine reguläre, volle Folge sein. Bis dahin, macht es gut und Prost!